So, und jetzt, liebe Zuschauer, kommen wir zum großen Moment, den wir alle schon mit äußerster Spannung erwartet haben. Wer verlässt heute Abend die WG? Welcher der beiden Nominierten wird in wenigen Minuten hier im Studio von mir begrüßt? Liebe Zuschauer, so haben Sie entschieden und hier ist das Ergebnis. Zlatko bleibt, so wie es jetzt gerade aussieht. Das ist der endgültige Stand. Zlatko bleibt. Thomas wird heute Abend das Haus verlassen. Sie, verehrte Zuschauer, haben entschieden. Für manche ist diese Entscheidung sicherlich eine Enttäuschung und vor allem für die Fans von Thomas. Aber es kann leider nur einen Sieger geben. Sie zu Hause und wir im Studio, wir kennen jetzt das Ergebnis. Aber bevor wir jetzt live in das Big Brother Haus hineinschalten, um es den Bewohnern auch mitzuteilen und vor allem Thomas und Zlatko, ja, dann werden wir einfach noch mal mit den Angehörigen sprechen. Vielleicht gehe ich erstmal zu Thomas Bruder und seinen Freunden. Markus, überrascht dich das Ergebnis? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Hast du schon so etwas geahnt? Ich meine, die Chance stand ja nun auch 50-50. Ja, aber ich habe schon damit gerechnet, dass Thomas jetzt nach Hause kommt. Und wieso das? Einfach so aus dem Gefühl raus. Echt? War das so diese Verbindung, die Geschwister meistens haben, von dem man immer hört? Ja? Das glaube ich nicht. Es war einfach aus dem Gefühl raus, aus dem Bauch. Echt? Aber du hast es ihm nicht gegönnt? Das nicht. Also ich bin nur froh, dass er jetzt wieder zurückkommt. Mhm. Und glaubst du, er ist selber froh? Das wird sich rausstellen. Aber ich denke schon, wenn er da wieder raus ist, dass er sich zu Hause wohler fühlen wird. Ja, gleich werden wir ja ins Haus schalten. Mhm. Was denkst du, wie wird Thomas auf diese Nachricht reagieren? Das wird ihn schon ein bisschen überraschen. Ja? Aber er wird jetzt nicht sauer sein, oder? Nein, das nicht. Er sieht das alles etwas lockerer. Für ihn ist es mehr das große Spiel. Da also er wird's gelassen nehmen? Denke schon. Mhm, gut. Neben dir sitzt ein Freund von Thomas. Ja. Der Freund von Thomas. Der beste Freund. Ja, das musst du Thomas fragen, ne? Ja, das können wir ja vielleicht nachher. Ja. Ob ich jetzt der beste Freund bin. Sag, habt ihr irgendwas vorbereitet für diesen Abend? Ja? Habt ihr irgendwas, ja, eine Überraschung jetzt, für Thomas, damit er sich gleich wohlfühlt, wenn er nach Hause kommt? Ja, da haben wir wie viele Webcams? 25. 25 im Zimmer aufgebaut. Und das, darüber soll er sich freuen, ja? Damit die Eingewöhnung schneller geht. Ach so, also keine Glückwunschtorte oder sonst was? Nö. Nee, nichts. Okay, gut. Dann warten wir jetzt noch ein bisschen. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz mit der Mama von Zlatko sprechen. Ja, wie ist es? Enttäuscht, dass Sie Ihren Zlatko heute Abend nicht in die Arme nehmen können oder eigentlich stolz, dass er es geschafft hat, dass er in der Zuschauergunst, wenn auch knapp, doch vorne liegt und jetzt einfach weitermachen kann? Ich bin stolz, wenn er bleibt, weil habe ich doch eine gute Gefühle gehabt. Er bleibt. Mhm. Das Gefühl einer Mutter, ja, wussten Sie, Mensch, der Junge macht's einfach, ist ein Kämpfer. Der macht's schon. Ja. Also eine ganz überzeugte Mutter und so spricht, glaube ich, nur eine Mutter. Und ich denke, meine Damen und Herren, es ist jetzt Zeit, den Bewohnern gleich das Ergebnis mitzuteilen. Check die alle mal, Mikro bitte. 1, 2, 3, hallo, 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 hörst du mich? Check, Baby, check. Wenn du nicht für mich gestimmt hast, du, der du immer den Kopfhörer auf dem Ohr hast, ne, dann bin ich echt sauer auf dich. Ist so, oder? Hallo, wer da? Oh, hallo, hier spricht Big Brother. Hallo, Pörs. Kerstin, kommst du bitte ins Sprechzimmer? Hallo, Pörs. Ach, die sitzt aber schon gehört. Hallo, Pörs. Überleg mal jetzt auf einmal so, hallo, Percy. Und er so, hallo? So. Wer ist denn dran? Du. Ah, scheiße. Anders kannst du auf der Couch auch nicht sitzen. Ja, das ist völlig unmöglich, hier völlig unbequem. Ja, echt. Nee, du musst so weit wie oben hier sitzen. Auch schon. Also, weil dein Arsch oben hier sitzt. So weit wie oben hier sitzen. Die so fängt auch schon an. Die fängt auch schon an. Ja, mit dir an der Seite sowieso. So. Irgendwann. Ja, super. Glauben Sie mir, also es fällt mir jetzt nicht unbedingt leicht, das Ergebnis unseren Bewohnern mitzuteilen.
Wer die Sendung verfolgt hat, der hat nun auch beobachten können, dass unsere Kandidaten in der Zwischenzeit zu einer echten Schicksalsgemeinschaft zusammengeschmolzen sind. Und ich nehme mal an, dass es für alle schwer sein wird, sich von dem einen rausgewählten Kandidaten zu verabschieden, ihm Lebewohl zu sagen. Und dennoch, noch kennen unsere Kandidaten die Entscheidung nicht. Und wir werden jetzt live in das Big Brother Haus schalten und Ihnen das Ergebnis mitteilen. So, ich versuche das mal. So. Liebe Kandidaten, hier spricht Percy. Könnt ihr mich gut verstehen? Ja. 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 Ja, ihr wisst jetzt, was jetzt kommt und ich werde es recht kurz machen. Mhm. Gerade haben wir im Studio das Ergebnis der Zuschauerbefragung erfahren. Die Entscheidung ist gefallen. Seid ihr bereit? Logo. Ja, haben wir eine Wahl? Hier kommt das Ergebnis. Slatko bleibt. Thomas wird euch jetzt verlassen. Thomas, verabschiede dich bitte. Sophie wartet auf dich vor der Tür und wir sehen uns gleich hier im Big Brother Studio. Bis dann. Siehst du. Auf also, Studio. Gar nicht so schlimm gewesen. Ach ja. Jo, jo, jo. Also, jo, klar, jo, jo. Fall schon ohne so Spaß. Ja, hau rein. Auf jeden Fall. Lass dir gut gehen, Otto, draußen. Lass dich verwöhnen. Also, das sind wir schon da. Erst deinen Namen zu nennen, ne? Ja, Thomas. Kann mir jemand diesen tollen Koffer abnehmen? Und traurig ein bisschen? Ja, auf jeden Fall traurig. Definitiv, ja. Wie waren denn die letzten paar Stunden? Die waren super genial, so wie sie eigentlich immer waren. Ja, wie war es eigentlich mit den Leuten so? Also jederzeit wieder. Definitiv. Mit denen auf jeden Fall immer wieder. Wen? Winke, genau. Wen oder was wirst du denn am meisten vermissen? Die ganze Gruppe, auf jeden Fall. So, in der Konstellation wird man das leider nie wieder haben. Also, es sei denn, ich darf noch mal rein, aber... Würdest du denn noch mal reingehen? Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Wenn die Chance da wäre, würde ich sofort wieder reingehen. Okay, dann lass uns mal in Richtung Studio gehen. Ich nehme dir den kleinen Koffer an. Och, süß, mit ganz vielen Nachrichten drauf. Jawohl. Schon traurig ein bisschen. Ja. Okay, aber jetzt erwarten dich natürlich viele Leute. Auf wen freust du dich am meisten? Auf alle meine Freunde und meine Freundin auf jeden Fall. Okay, und was wirst du zuerst machen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß ja nicht, was mich da jetzt erwartet, was ihr jetzt noch mit mir vorhabt. Aber gucken, was da so kommen wird. Du wirst aber auf jeden Fall abends jetzt immer 20.15 Uhr bei uns sein, beziehungsweise mit den Gedanken. Ja, nicht nur 20.15 Uhr, auf jeden Fall öfter. Mit den Gedanken definitiv immer. Guck mal, wer dich da wartet. Der Fanclub von Big Brother. Ja,
Thomas, ganz ehrlich, hast du dich irgendwann an die Kameras gewöhnen können? War eigentlich gar kein Problem, von Anfang an nicht so. Also es war okay, war ein bisschen ungewohnt, aber war völlig okay. Du heißt ja nun Chicken Tom, ne? Ja, sieht so aus, ja, ganz genau. Wirst du die Hühnchen vermissen? Die auch, ja, auf jeden Fall. Okay, dann lass uns ins Auto setzen und wir fahren los ins Studio. Thomas verlässt das Haus, Slatko bleibt. In wenigen Minuten wird Thomas hier im Studio eintreffen. In der Zwischenzeit schalten wir einfach noch mal live in das Big Brother Haus, um dort die Stimmung ein bisschen mitzubekommen. Was da draußen los war? Ja, oh, total. Hey, hey, hey. Ja, wir sollen geschlossen wieder hierher, ne? Ich möchte auch noch mal hören. Das hörst du hier, glaube ich, nicht. Das hörst du, was auf der anderen Seite ist. Nee, hier kriegst du nichts mit. Ja. Oh, mein Blut ist hier vorbei. Was sagt der Mann, dass die Kamera hier Geräusche gemacht hat? Oh, was ist das? Kommt ihr beide wieder? Das kommt, glaube ich, doch gut an. Wir haben voll unser Lied angenommen. Ich muss jetzt alle rauchen. Sladi, du auch? Ich auch. Ich auch. Scheiße, oder? Ich fühle mich so beschissen. Ja, kann ich verstehen, glaube ich. Ich habe auch total Durst. Aber dafür gehen muss, ne? Ja. Da kann ich nicht sitzen, der stinkt und rülpst so sehr. Ich rülpst nicht mehr und ich stink auch nicht Doch, mehr. Doch, ganze Zeit. Ja. Doch, wirklich. Das ist gar nicht beschreiblich, das, auch feuern, das Gefühl gerade. Wie ist dein Gefühl jetzt? Das nee, soll man nicht ein Glas Sekt trinken? Oh ja. Ja, komm. Ja. Hier. Aber was mich halt super freut, ist jetzt für Thomas, dass die da draußen das Lied für den beiden singen. Das ist doch geil. Da muss ich doch fühlen. Wahnsinn, das ist geil. Dann scheint mir das ja doch draußen anzunehmen. Ja, und wie? Mehr als eine siebte Klasse. Mehr als eine Klasse, denke ich auch. Das da draußen? Nee. Ja, keine Ahnung. Da nein, wenn das, nein, wenn das keine Masse nicht. War, dann fress ich einen Besen. Ja, das waren sicher. Das waren schon einige. Ja. 50 mindestens. Ja, 50 bestimmt. Das reicht nicht. Ja. Das sind nur 6 Leute, weißt du. Das sind die. Wir machen wieder vor der Kamera auf und sind Chicken Tom. Ja, jetzt doch nicht. Geht doch nie im Leben, jetzt mit dir recht. Wie viel sind wir überhaupt noch? 8. Ich hab einen Becher. Jetzt halte ich es in 100 aus. Da braucht Johnny so. Haben wir gesagt, zu jedem Vollendeten wird einem gepafft, wo ihm sonst sitze ich nur noch auf dem Birkus. Darf ich nicht? Ja, kriegt man davon Durchfall. Moment, ja. Ja, nach der ersten Zigarette, die du mal rauchst. Ich glaube, das ist schwieriger. So, und da sind wir wieder im Studio und hier kommt er gleich hinein. Da ist Thomas und einen riesigen Applaus, bitteschön. Hi. Hi. Thomas, meine Freunde, alle lieben dich. Das ganze Publikum hat dich ins Herz geschlossen. Es ist viel passiert in der letzten Zeit. Bist du jetzt ein bisschen enttäuscht? Ja, auf jeden Fall. Ist also enttäuscht, so ist klar, ist das schwierig. Sind 14 Tage dann echt super, aber es war eine geile Zeit, muss ich sagen. Ich habe mich super wohl gefühlt und jeder wäre enttäuscht, würde ich sagen. Vielleicht für uns den ersten Eindruck. Wir haben ja immer nur Informationen von außen quasi bekommen. Wie ist es denn im Haus? Wie ist die Stimmung? Stimmung ist super. Also ja, kann man nicht anders sagen. Ihr braucht ja nur so auf die Monitore gucken oder selber schauen. Wir verstehen uns super, es macht super viel Spaß, es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Und man kann einen Menschen eigentlich erst wirklich kennenlernen, wenn man 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit ihm verbringt. Und da es ist einfach so, wir hatten die ersten 2-3 Tage da gemacht und hatten den Eindruck, oh Gott, sind wir jetzt eine Woche da, sind wir 2 Wochen da. Man kannte sich so, man konnte zum Beispiel schon gar nicht mehr genau sagen, was war gestern Abend eigentlich, was hat man genau geredet, wann hat man das geredet. Und also ich finde es super genial. Es ist eine Erfahrung, die man so im normalen Leben nicht machen kann und die ich auf keinen Fall missen möchte ab sofort. Thomas, bist jetzt natürlich ein bisschen nervös, ist schwierig, ne, aus dem Haus, klar, hier gleich ins Studio, plötzlich wieder eigentlich neue Gesichter, die man eigentlich schon kennt.
Sag mal, wie ist das eigentlich mit den Kameras? Bemerkt man die die ganze Zeit eigentlich oder vergisst man die irgendwie? Die vergisst man auf jeden Fall. Also ich habe sie vergessen. Das einzig Nervende an der Geschichte ist, wenn man sich ein bisschen zur Ruhe setzt und dann dieses Surren hat. Man hört dann, man geht einfach, man steht auf, geht Richtung Toilette und 5, 6 Kameras surren ganz langsam hinter die Helle. Das kann doch nicht wahr sein, aber sonst wirklich, eigentlich sonst nichts. Thomas, ganz wichtige Frage. Ui. Welchen Bewohner, welche Bewohnerin? Aha. Ja, du kannst dir denken, die Frage, worin die gipfelt. Wen wirst du ganz besonders vermissen? Also erstmal würde ich sagen, alle auf jeden Fall in der Konstellation. Aber zu Manuela hattest du doch so ein sehr freundschaftliches Verhältnis, oder? Nein, zu allen möglichen habe ich, zu jedem habe ich ein bestimmtes Verhältnis aufgebaut. Es muss nicht... Ja, danke, dass ihr die alle so schön einblendet. Es muss nicht, Manuela und ich verstehen uns gut, aber ich würde sagen, so ein richtig gutes Verhältnis, auch wenn man das nicht so mitkriegt hat, hatte ich zum Alex. Gut. Thomas, du weißt, eigentlich bekommt bei Big Brother nur der Sieger einen Preis, aber wir möchten dir hier diesen Gutschein überreichen. Es ist ein Wochenende zu zweit in Norweg, das ist in Holland, im Oranje Hotel. Für zwei Personen ein schönes Wochenende mit Frühstück und einem sehr romantischen Candlelight-Dinner. Wirst du deine Freundin mitnehmen? Oder? Ich denke schon. Doch, wen sonst? Also, Thomas, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Alles erdenklich Gute und relax noch ein bisschen. Denn. Deine Fans, deine Freunde und alle, die dich kennen, werden dich nach der Sendung im Live-Chat im Internet nachher nochmal hören bzw. schreiben sehen können. Ja. Also bis dann, alles Gute. Ne? Okay. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, da geht er ab. Liebe Zuschauer, am Anfang der Sendung habe ich Ihnen ja versprochen, dass heute Abend auf Sie und die Kandidaten natürlich noch eine ganz besondere Überraschung wartet. Wie Sie wissen, hat Despina vor einer Woche freiwillig das Big Brother Haus verlassen. Despina wird heute Abend durch eine neue Kandidatin ersetzt. Das heißt, in nicht mal einer halben Stunde wird eine Frau in das Big Brother Haus einziehen. Wer und vor allem wie sie ist, das werden wir in wenigen Minuten erfahren. Aber zunächst würde ich sagen, schalten wir noch mal live in das Big Brother Haus, um unseren Kandidaten davon zu erzählen, damit sie sich auf diese Situation auch irgendwie vorbereiten können. Das versuchen wir jetzt noch mal. Hallo, hier spricht Percy Hoven. Hallo. Hi. Hi. Könnt ihr mich gut hören? Ja? Ja. Thomas, geht es gut? Er vermisst euch jetzt schon, aber ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr sitzt alle, das ist gar nicht schlecht, denn noch heute Abend, jetzt kommt's, hört mal zu, bekommt ihr eine neue Mitbewohnerin. Das ist kein Scherz. In gut 30 Minuten wird sie an eurer Tür klopfen und ihr müsst sie reinlassen. Hat bitte sie schön. Wein? Wie findet ihr das? Hat ja, und sie freut sich ganz besonders, euch kennenzulernen. Und ich hoffe, ihr bereitet ihr einen besonders warmen Empfang. Jossi, pass schön auf Thomas auf. Ja? 30 Minuten. 30 Minuten, was machen wir? Aufräumen. Ach, schon mal die Becher hinstellen. Was machen wir? Schnell den Sekt wegsaufen. Schon mal den Korken hier hinlegen. Oh, es ist so heiß. Ich kann mich ausziehen. Es ist so heiß. Jetzt ist nicht so kühl. Boah, Jungs, geht euch noch mal duschen. Tja, liebe Zuschauer, in wenigen Minuten ist es soweit. Dann werden wir erfahren, wie die neue Kandidatin ist, wie sie heißt, wer sie ist. Wie gesagt, das alles in wenigen Minuten nach der Werbung.